Klettern. Dieser Sport steht im Escaladrome in Hannover auf der Tagesordnung. Ein idealer Ort für jeden Klettersportler, der seinen Körper und seinen Geist fit halten will. Auch die Zwillingsschwestern Andrea und Katrin klettern hier. Und das fast täglich. Jeden Tag neue Kletterrouten ausprobieren, heißt immer wieder auch neue Herausforderungen finden. Ich kletter jetzt so ungefähr seit 4 Jahren. Weil es Spaß macht, weil es fit hält und weil es den ganzen Körper ein bisschen in Bewegung hält. Klettern bedeutet für mich viel. Es nimmt einen großen Teil in meinem Leben ein. Ich komme einfach her, mache Sport, trinke einen Kaffee und gehe wieder. Wie bei anderen Sportarten braucht man auch beim Klettern das richtige Schuhwerk. Kurz die Klettverschlüsse zugemacht und dann geht's ab in die Wand. Vorab werden erst einmal die Hände mit Magnesia eingerieben. Das hält sie trocken und gibt ordentlich Grip. Das seillose Klettern an einer solchen Wand nennt man Bouldern. Denn die Wand hat die typischen Formen eines Boulders, zu Deutsch Felsen. Und die verschiedenfarbigen Kletterrouten bieten für jeden den passenden Schwierigkeitsgrad. Die Herausforderung beim Klettern ist auf jeden Fall, dass man immer neue Bewegungen vor sich hat und viele einfach nicht rein mit Kraft zu lösen sind. Man muss auch geistig fit sein und man kann so viel Muskeln haben, wie man will, kommt man trotzdem nicht oben an. Wichtig ist, dass man beides irgendwie miteinander vereint. Und beides miteinander zu vereinen, ist manchmal gar nicht so einfach. Super, komm. Schön. Und greif dazu. Um die Ecke rum. Super. Und versuch, dass du hochkommst. Super. Ah, schade. Felix Leuert, 18 Jahre norddeutscher Bouldermeister. Er gibt den Mädels wertvolle Tipps mit auf den Weg und lädt beide dazu ein, ihn bei der nächsten Klettertour zu begleiten. Der Eat. Ein Domizil für Wanderer und Kletterer. Mit seinen 22 Kilometern ist er der längste Klippenzug Norddeutschlands. Dort angekommen, bereiten sich die drei erst einmal für den Aufstieg vor. Anders als beim Bouldern muss man sich beim Seilklettern gut an der Wand absichern. Den einen Haken hängt man in die Wand und da sind so fertige Haken drin. Und in den anderen Karabiner hängt man das Seil dran. Und wenn es keine festen Haken in der Wand gibt, kann man diese Klemmkeile reinlegen. Hier zum Beispiel in so eine Felsspalte. Und dann hält das und kann man da einen diesen Karabiner reinhängen. Und ab geht's. 90 Grad steil nach oben. Auch hier gilt für Felix und jeden anderen Kletterer Safety first. Also die Wand ist insgesamt ungefähr 30 Meter hoch und ich schätze, wir sind jetzt gerade auf wahrscheinlich 15 Meter Höhe mit der Absicherung. Es gibt hier so feste Haken in der Wand und man kann auch sich selbst Sicherung in die Wand legen. Dafür braucht man aber relativ viel Erfahrung. Und je mehr Erfahrung man hat, desto sicherer wird das letzten Endes. Und bei seiner Erfahrung kam er bisher immer am Gipfel an. Das Schönste ist die Ruhe und der weite Blick. Und bei so einer Aussicht, sagt er mit einem Schmunzeln, fühlt man sich wie der König der Welt.